Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es schon oft gewünscht. Franz, mach einmal ein neues Video vom Mandelgrat. Im Sommer ist es ja leider nicht mehr ausgegangen auf dem Hohen Göll über den Mandelgrat. Darum bin ich jetzt in dem Frühwinter unterwegs. Wir gehen auf dem Hohen Göll über den Mandelgrat rauf. Was euch erwartet, seht ihr in der kurzen Zusammenfassung. Viel Spaß mit diesem Video. Der Mandelgrat ist der mit den Mandelköpfen durchsetzte Verbindungsgrat an der Westseite des Gölls in den Berchtesgadener Alpen zwischen dem Kehlstein und der Göllleiten am Hohen Göll. Entlang dieses Grates verläuft ein bereits 1957 errichteter Klettersteig, der die Mandelköpfe umgeht. Der Klettersteig der Kategorie B ist teilweise sehr ausgesetzt. In Verbindung mit einem Anstieg vom Obersalzberg oder einem weiteren Aufstieg zum Hohen Göll stellt er eine anspruchsvolle Tagestour dar. In diesem Video seht ihr den Zustieg zum Mandelgrat vom Ofener Boden an der Roßfeld-Panoramastraße, den gesamten Mandelgrat bis zum Einstieg des Schustersteigs in der Göllleiten sowie die Entscheidungsfindung, warum ich wieder über den Mandelgrat und nicht über den Schustersteig abgestiegen bin. Ziemlich ruhig jetzt zur Parkplatz Ofener Boden, erstes Ziel Kehlstein. Ja, also hört dann auf, hier auf dem Kehlstein ist mal eine ganz gemütliche Wanderung. Ich werde euch da eher Eindrücke zeigen. Genau ins Detail geht es nachher direkt am Mandelgrat. Einen wunderschönen Sonnenaufgang haben wir heute. Drüben beim Untersberg. Erste Strahlen. Herrlich. Da oben ist jetzt der Kehlstein. Und das Kehlsteinhaus müsst ihr jetzt auch schon sehen am Video. Da hinten geht der Tunnel rein und da geht er auf, Zug zum Kehlsteinhaus rauf. Man sieht es vielleicht, 1938 erbaut, die dunkelste Zeit in der österreichischen und deutschen Geschichte. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter auf den Kehlstein. Fußweg zum Kehlsteinhaus, ca. 20 Minuten. Kehlsteinhaus, dafür geht der Mandelgrat und rechts geht es auf den Göll rauf. Da drüben ist das Brettl, Steiners Meer, Watzmann, Hochkalter, Reiter, Steinberg. Ein Traum. In dem Sinn, liebe Leute, bergheil vom Kehlstein bis da rauf ist wirklich ganz eine normale Wanderung. Du hast da einen wunderschönen Ausblick in die ganzen Berchtesgadener Alpen. Ja, und für uns geht es jetzt an auf dem Mandelgrat 4. Die Sonne ist auch schon ein bisschen rausgekommen. Hier hat man, wie ihr seht, zur Sicherheit gleich einmal das Steigeisen anzogen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der richtigen Tour. Ja, 3,5 Stunden von da auf dem Gipfel. Wird Zeit, dass der richtige Winter kommt. So richtig blöde Verhältnisse. Ohne Steigeisen jetzt um und umrutschen. Im Eis mit Steigeisen fast ein bisschen zu viel. Naja.
Ja, ich habe mir heute an meine Stecken weggepackt und den Helm aufgesetzt. Da kann ich euch nachher am Helm auch ein paar Mal mitnehmen. Da hinten hat es einen hergekommen. Das ist der Durchschlupf da. Der ist so niedrig, da musst du mal auf alle vier gehen. Eine Sache, die mich an diesem Tag von Anbeginn beschäftigte, war das Nebelmeer und die Tatsache, dass zu dieser Zeit durch teilweise sanften, teilweise härteren Druck von Seiten der Politik versucht wurde, die Menschen dazu zu bewegen, die Häuser aufgrund der Corona-Situation nicht zu verlassen. Mehr dazu aber später. Das Schöne am Winterbergsteigen ist, dass auf den Bergen viel weniger los ist als im Sommer. Zusätzlich bist du gezwungen, mehr Entscheidungen zu treffen als im Sommer. Wenn du selber eine Spur anlegst, musst du dich fragen, ob die Linie passt, ob die Lawinenverhältnisse passen. Wenn ja, darfst du gehen. Wenn nein, musst du umkehren. Wenn du bereits eine Spur siehst, musst du die Qualität der Spur hinterfragen. Ist die Spur gut angelegt? Kann ich ihr trauern und folgen? Oder passt da irgendwas nicht? Die Spuren hier waren gut angelegt. Dennoch muss auch noch ein weiterer Punkt wohl überlegt werden. Wie lange ist es hell? Wann muss ich wo sein, um nicht in der Dunkelheit einsam am Berg zu stehen? Jeder Schritt muss sitzen. Passiert dir ein Fehler, kann er folgenschwere Konsequenzen haben. Hast du Handyempfang, kannst du einen Notruf absetzen. Kannst du aber so lange durchhalten, bis die Rettungskräfte vor Ort sind? Das sind Fragen, die du dir beantworten musst. Da geht es ganz klar ums Auskühlen. Um so eine Situation zu vermeiden, darfst du dir beim Winterbergsteigen keinen einzigen Fehler erlauben. Weder wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und schon gar nicht, wenn du alleine unterwegs bist. Ich weiß gar nicht, was ich da großartig kommentieren sollte. Ihr seht es eh. Es ist Absturzgelände, aber
dank der Versicherung relativ einfach. Man muss aufpassen. Ich würde einem halt da den Mandelgrad generell von der Kletterstärkschwierigkeit ja so maximal B geben. Wenn ich mich richtig erinnere, jetzt sind wir eh schon sehr weit, das ist schon der Ausstiegsbereich, da geht es da rauf und dann ja irgendwo raus und dann geht es in die Göllleiten. Also so weit ist dann gar nicht mehr, bis dass wir aus dem Mandelgrad ausgestiegen sind. Und weiter geht's. Da machen jetzt die Eisen schon Sinn. Da brauchst du nicht aufpassen, wo du hinstärkst. So, Ausstiegsbereich. Yes. Rückblick, gesamter Mandelgrad, da kommen wir her. Jetzt noch auf, auf den Göll. Ja, ich bin jetzt aus dem Mandelgrad ausgestiegen. Gleichzeitig habe ich mir jetzt die Steigeisen ausgezogen. Ich glaube, dass das ohne Steigeisen bis zum Gipfel geht. Wobei, da sind jetzt wieder Steigeisenspuren. Oh. Schauen wir mal. Dabei geht es noch so ganz gut. Ja, mittlerweile auch schon voll in der Sonne. Es ist echt herrlich da. Ja. Jetzt geht es direkt am Grat noch mal ein bisschen rauf. Dann spare ich mal den Schnee. Kann ich besser gehen. Sagenhaft. Gebt euch das einmal. Sagenhaft.
Da unten ist das Burtschellerhaus, Salzachtal. Und da draußen alles im Nebelmeer. Eigentlich bin ich ja unpolitisch, aber da muss ich schon sagen, liebe Politikerinnen und Politiker, was geht eigentlich mit euch? Wenn das kein Grund ist, kein lebenswichtiger Grund, dass man da das Haus verlässt. Da unten ist eine Zahl in der Nebelsuppe, Millionen von Menschen. Es wird jetzt die Leute am liebsten wegsperren. Da herum kannst du Energie tanken, bist allein, kein Virus, gar nichts. Also überlegt einmal, was ist da aufhört mit den Leuten. Sperrt die Leute nicht ein. Ein Großteil von den Leuten ist selber intelligent genug und weiß, was gut ist. Ich stehe jetzt da bei der Göllleiten, wo es auf dem Göll aufgeht. Von da dauert es noch ungefähr, eine halbe, dreiviertel Stunde, musst du schon noch rechnen auf dem Gipfel auf. Es ist allerdings schon fast 12 Uhr. Und ich habe mir als Zugnummer spätestens um 13 Uhr umzudrehen. Und von daher wird das jetzt alles ein bisschen stressig, wenn ich auf den Gipfel raufgehe. Ich habe das für euch eh schon genug oft aufgenommen. Und darum steige ich jetzt dann da auch gleich über einen Schustersteig ab. Dafür habe ich da viel Zeit, dass ich das dokumentiere. Und dann bin ich auch genug früher wieder unten. Habe gegebenenfalls noch viel Spielraum, viel Zeit. Also habe jetzt dann überhaupt keinen Stress oder so. Und so ist das wesentlich entspannter für mich. Ich hoffe, der Mandelgrat bis da hat euch ganz gut gefallen. Wenn das so ist, lasst gerne mal einen Daumen da. Und ansonsten zeige ich euch jetzt noch ein bisschen den Ausblick da. Und nachher starten wir Schustersteig bei winterlichen Verhältnissen runter. Bin schon gespannt, wie das nachher sich gestaltet. Da unten ist auf jeden Fall ein Steig, wo man auch Kuchler kommen geht, beziehungsweise die Göll-Ostwand, wo man da runterfahren oder weggehen kann. Unten das Salzachtal, alles im Nebel. Bis im Bayerischen Wald oder wahrscheinlich sogar weiter draußen ist alles im Nebel. Einfach ein Wahnsinn. Ja, und da herum Mutterseelen allein. Da gingen Spuren auf, die habe ich vorher schon gesehen. Wie es unterwegs gewesen sind, die dürfen entweder gerade am Gipfel oben sein oder auch schon wieder im Begriff abzusteigen. Ja, ist die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ja. Triebschnee, Triebschnee, Triebschnee. Ich würde sagen, also man sieht da eh die Schalen. Interessiert mich nicht. Schneebrettel habe ich schon einmal ausgehabt am Göll. Gehen wir über den Mandelgrat retour. So, ich erkläre euch jetzt auch noch einmal die Entscheidung, warum ich jetzt da eben abgebrochen habe. Und nicht hinten runter gehe über den Schustersteig. Ich habe mir gestern die Winddaten vom Watzmanngrat angeschaut. Und da ist in den letzten Tagen der Wind gegangen. Zwar nur leicht, aber teilweise mäßig, teilweise ein bisschen mehr als 20 km/h. Und ab 20 km/h kann es eine Schneeverfrachtung geben. Den Schnee, den wir da jetzt alles haben, der ist alles voll locker. Und man hat es oben gut gesehen, das ist alles Triebschnee. Und ja, das hast du einfach nicht im Griff. Du weißt es nicht genau, wie viel Spannung das drinnen ist. Wenn du da mit einem Bredel angehst, also dann lässt mich der Göll sicher nicht ein zweites Mal auch noch überleben. Und darum habe ich mir da ganz einfach da die Entscheidung zu fällen, da jetzt einfach umzudrehen. Null Problem für mich. Ich hätte jetzt natürlich noch genug viel Zeit gehabt, auf den Gipfel aufzugehen, da spare ich mir aber auch. Weil so habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass ihr auch die Drohnenaufnahmen direkt vom Grat seht. Die habe ich nämlich am Rückweg aufgenommen. In dem Sinn schaue ich, dass ich jetzt dann wieder weiter gut runterkomme. Da sieht man übrigens keine Spuren, weil ich vorher über die Felsen ohne Steigeisen rauf bin. Aber die Leiten ist doch ziemlich steil. Darum habe ich mir jetzt die Steigeisen als Backup angezogen. Ist einfach sinnvoller so.
Ich habe da jetzt echt noch die Sonnenstrahlen so richtig genossen. Hinter mir beim Watzmann geht gerade die Sonne unter. Und jetzt machen wir auch wieder auf den Weg runter zum Ofnerboden. Also ich habe den Tag heute richtig genossen, richtig ausgenutzt. Ich war über dem Nebel, habe mich nicht einsperren lassen. Ich hoffe, viele von euch haben auch dem Nebel entfliehen können. Ich rate euch, ich wünsche es euch. Lasst euch nicht einsperren, lasst euch nicht wegsperren. Macht sowas, geht raus an die Luft, geht raus über den Nebel. Sucht die Sonne, das ist so wichtig jetzt an, im Winter, in der kalten Jahreszeit. Das sind Vitamine, das ist was, was uns einfach nur gut tut. Das hält uns gesund, das hält uns fit. Und so können wir sicher besser durch den Winter, als wenn wir uns irgendwo da unten im Nebel in der Wohnung verstecken und einsperren. Ich nehme jetzt den Abstieg gar nicht mehr auf, mache kurz ein Resümee, macht diese Tour Mandelgrat bitte nicht im Winter. Das ist schon eine anspruchsvolle Geschichte. Schustersteig, Salzburger Weg, oh ja, da würde ich auch nicht einsteigen. Also ich habe da heute Umdraht wegen einem Triebschneeproblem. Ja, und ansonsten im Sommer der Mandelgrat, da ist immer wieder mal was passiert, aber er ist technisch nicht so schwer. Er ist, glaube ich, B, BC und vielleicht einmal ein bisschen ein 1er Stelle. Es ist viel ausgesetzt. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, weil sonst geht es dahin. Ich sage jetzt arg. Und da ist echt schon viel passiert. Meine, was ich da jetzt halt auch sagen muss, gestern hat einmal einer ein Video kommentiert von mir. Untersberg, Dopplersteig auf, das ist nur eine Wanderung. Ja, für ihn ist es eine Wanderung, für mich ist es auch eine Wanderung. Für mich ist der Mandelgrat auch eine Wanderung. Aber ich habe ziemlich große Reichweiten mittlerweile und viele von euch, ja, die wollen halt den Mandelgrat irgendwann einmal machen. Und wenn man halt wenig alpine Erfahrung hat, dann ist das nicht nur eine Wanderung, das ist ein ernstes Unternehmen. Passt da auf, trainiert da gescheit dafür. Der Göll ist nicht umsonst von da vom Kehlstein mit 4,5 Stunden angeschrieben. Und da bist du schon einen ganzen Tag unterwegs, von unten, vom Ofnerboden, bis glaube ich 1500-1600 Höhenmeter hast du da in die Haxen. Und du darfst echt ewig lang keinen Fehler erlauben. Schaut euch auch unbedingt das Göll-Video zum Schustersteig-Kamin an. Da habe ich es eh auch gesagt, du darfst da bis zum Burtschellerhaus keinen Fehler erlauben. Also der Göll ist auf keiner Seite irgendwie einfach. Für uns, die da halt oft aufgegangen, für uns ist das echt eine Wanderung. Mandelgrat, genau, ja, ich habe da auch einen Helm größtenteils aufgehabt, das würde ich euch empfehlen. Da sind oben direkt am Grat oft die Gamsen unterwegs und die können dann Steine antreten, das kann ganz unangenehm sein. Ansonsten müsst ihr selber wissen, ob es da ein Klettersteigset braucht oder auch nicht. Ja, ich höre zum Filmen auf, weil Abstieg ist relativ unspektakulär. Schau, dass ich gut runterkomme, gut heimkomme und schauen wir mal, vorhätte, dass ich morgen die Watzmann-Überschreitung mache. In dem Sinn, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bergheil, bleibt geil. Ciao. Bussi.